So, damit willkommen zurück zur wohl letzten Folge Buzzword hier in Tschernobyl. Wir sind jetzt im großen Finale. Wir haben jetzt in den letzten paar zwei Missionen gleich geschafft, weil sie doch, die eine war halt relativ kurz und die andere war wirklich super entspannt halt mal so ein bisschen. Und jetzt wollen wir natürlich aber wissen, was erwartet uns in der letzten Mission hier im großen Tschernobyl. Flächenbrand nahe Duga. So, in der Nähe des Dorfes Kopachi ist ein Flächenbrand ausgebrochen. Alle Feuerwehrleute werden dorthin geschickt, um den Brand zu löschen. Sie sind jedoch immer noch unterbesetzt. Das Feuer nähert sich der geheimen Stadt Tschernobyl 2 und der Radarstation Duga. Militärische Kräfte wurden dorthin geschickt, um beim Löschen des Feuers zu helfen und Gräben auszuheben, um ein weiteres Ausbreiten zu verhindern. Deine Aufgabe ist es, sie zu den wichtigen Punkten im Wald in der Nähe der Radarstation Duga zu bringen. Okay. Das hat halt auch gefühlt nichts mit, oder? Flächenbrand. Ja, vielleicht wegen, weil das da alles explodiert ist. Ich habe keine Ahnung. Okay, das ist also die große Aufgabe, die wir jetzt hier noch zu erledigen haben. Ich habe jetzt gedacht, das ist jetzt so eine Rettungsmission, weißt du, dass die jetzt durch die Messwerte jetzt mitbekommen haben, oh, wir müssen hier jetzt alle verschwinden oder sowas, jetzt fahr die Haltestellen an, sagt die Menschen ein und fahren einen großen Konvoi denn raus aus, weißt du, aber irgendwie, nö. So, fahre zu dem auf der Karte markierten Brandgebiet. Deine Aufgabe ist es, die Menschen zu den Feuerwehrfahrzeugen zu bringen, damit sie beim Löschen des Feuers helfen können. Die Haltezonen sind auf dem Boden markiert, verpass sie nicht. Verpasse sie nicht. Achso, wir fahren auch mit dem kleinsten Bus. Okay, naja, natürlich. Wie soll es auch sein? Weißt du, es macht auch voll Sinn, sich hier an Verkehrsregeln zu halten, oder? Wenn halt sowas ist. So, steckt mal ein hier. Auch schön, dass wir immer, immer hier oben immer so eine Schilder haben. Ne? Radarstation Duga Wald. Das ist schon. Haben wir extra angefertigt, weil wir wussten, es kommt irgendwann mal ein Waldbrand und da haben wir den. Weil wenn es geheim ist, ja, dann werden wir da wohl auch nicht. Jetzt mal Fahrzeuge hinfahren, oder? So. Machen wir mal Licht an, weil es ist hier ganz schön neblig hier alles. Oh ja, hier. Das kennt man hier, diese große Radarstation hier. Immer beliebte Kamerafahrt, wenn irgendein Film in Russland spielt oder sonst irgendwas. Du siehst halt immer dieses Metallgerüst. Haben wir, ey, wie sollen 7.05 Uhr sollen wir. Wow. Wir können da nicht einfach durchfahren oder sowas. Die richtigen Bodenplatten. Schön erstmal unten alles aufgerissen. Ah ja, es brennt hier und hier laufen die Menschen ganz normal. Lalala. Oh, guck mal, sogar Hand in Hand hier. Nee, doch nicht. Ja, finde ich schade. Also, meiner Meinung nach hätte man da deutlich die Anordnung irgendwie besser machen müssen. Aber vielleicht guckt der zufällig Kischmisch Games sich das Let's Player an und kann zufälligerweise auch Deutsch, dass er uns hier verstehen kann. Ja, kann dann vielleicht dazu auch mal irgendwie was jetzt Senf abgeben, dass alles so geplant war oder. Das wäre natürlich, ich finde es immer praktisch, zum Beispiel Astago macht das, wenn
YouTuber Videos veröffentlicht haben, da gucken sich tatsächlich auch mal das erste, vielleicht das zweite Video mal noch an, um halt auch rauszufinden, ja, unser erster Eindruck vom Spiel immer zu bekommen, wie wir es halt denn so finden. Zum Beispiel erkennt man ja meistens ja sowieso immer, wisst ihr selber, ihr selbst macht irgendwas und euch fallen aber die Fehler nicht auf und dann seht ihr das zufällig im Video, ach, guck mal da und hier und das ist auch nicht, ne? Dann sieht man das halt schon ein bisschen besser halt alles. Das ist nicht der Sonnenuntergang. So, aber jetzt geht's los. Ich habe schon einen Screenshot gemacht. Ach, hier ist der Bombardier, okay. Was ist das für Musik, ey? Schön, dass hier gibt es nicht nach Zeit oder sowas halt. Was? Echt Baum um mich cool gemacht. Jetzt nicht so meine Musik, muss ich gestehen. Aber ich finde, passt gut, also passt gut rein, ja. Ich fahre aber erst da links, ich fahre die Straße da erstmal runter, oder?
Wo wollen wir erstmal nach rechts fahren? Hier eine Karte? Wir fahren mal erst nach rechts runter, weil da ist das Ende denn. Und da brennt es ja auch am stärksten. Hier durch den Weg dann jetzt nachher selber jetzt hier länger warten oder ich weiß nicht, ob sich das Feuer jetzt wirklich weiter ausbreitet oder ob das jetzt halt bloß einfach nur Animationen sind jetzt halt, ne? Hatte übrigens auch mal nachgeguckt gehabt, ob man den Soundtrack ob man da irgendwie rankommt. Leider nicht. Ich fand die ersten Lieder hier so rund um der Start und mit Chernobyl und alles was. Der war schon cool gewesen. Das war es jetzt halt. Ja, das ist jetzt die Musik. Also wenn, könnte man sowas dann auch so, irgendwie so ein bisschen Loop laufen lassen oder vielleicht dann doch noch ein, zwei Songs mehr hinten ranhängen. Ja, auch nichts mehr mit Strahlung oder sonst irgendwas, ja. Das ist schon echt schade, ja. Bis zum Ende, würde ich sagen. Ja, guck mal, das ist, da steht nämlich auch ein Feuerwehrauto. Ich will aber auch mit eigentlich fahren. Oh, das ist ein schönes Bild eigentlich. Na, jetzt sind diese Mini-Karte nicht mehr. Pock. Das kriegt man hier doch fast um hier. Also ich hoffe irgendwie noch, also dass wir vielleicht wir jetzt noch so eine geheime Mission freischalten wollen. Das ist jetzt super unbefriedigend, muss ich jetzt mal ehrlich gestehen.
So, wir fahren dann nach rechts weiter, dann fahren dann da hoch. Und zurück fahren wir dann über die andere Straße, dann würde ich sagen. Dann haben wir nämlich auch gleich unseren Rückweg schon praktisch. Ja, in der nächsten Folge werden wir uns auf jeden Fall erstmal den, mal ganz kurz mal in den Sandbox-Modus mal reinschauen. Ja, also in den freien Modus. Das hatte ich ja gesagt gehabt, dass wir das noch dann am Ende noch machen. Also mindestens eine Folge kommt jetzt noch von Busworld, würde ich sagen. Da gucken wir mal, was wir da so anstellen können. Aber ich gehe davon halt aus, dass wir dann zum Beispiel uns eine Region aussuchen können. Und dass wir dann da dann dementsprechend ja eigene Linien dann erstellen können, die wir dann fahren wollen. Dann kannst du dir einen Bus kaufen oder sonst irgendwas Geld einnehmen. Also wie wir dann halt alle anderen Bussimulatoren kennen. Wie gesagt, mein Augenmerk, wie gesagt, lag hier auf den Missionen. Weil ich das halt persönlich mal ein bisschen abwechslungsreicher finde. Als dieses von A nach B fahren. Ich meine, ist jetzt hier nichts anderes, aber hier hast du irgendwie noch so ein bisschen. Ja, was Spektakuläres halt. Was ich sehr angenehm finde halt, ne? Meine, so hast du einen Bus-Simulator halt noch nie gesehen, dass hier rechts der ganze Wald brennt oder alles was. Aber da können wir ja auch schon mal so ein bisschen langsam zu einem Fazit kommen hier, was Busworld ist. Ich meine, ich habe das jetzt ja schon mehrmals ja jetzt erwähnt in den letzten Folgen und auch jetzt in der hier. Klar, wie gesagt, jetzt ist hier halt noch so ein bisschen schade, ein bisschen Potenzial verschenkt meiner Meinung nach. Da hätte man das Ganze, wenn man das Ganze besser verpackt hätte, ja, dann wäre das hier schon wieder rechts im Baum umgekippt. Hätte man das auf jeden Fall richtig geil in Szene setzen können, muss ich ganz ehrlich sagen. Also die Idee, die Kischmich Games hat, ja, finde ich persönlich gar nicht mal so ungeil. Ist klar, es ist jetzt halt nicht für jedermann. Ja klar, wenn irgendwer jetzt einfach nur eine reine Simulation spielen will, dann will er einfach nur eine reine Simulation spielen. Ich bin aber der Meinung, dass man auch Simulationen ja schon so storybedingt verpacken kann. Also so wie das jetzt hier Kischmich Games gemacht hat. Klar, du hast halt immer noch deinen freien Spielmodus und da ist dann nichts. Ja, da hast du hier keine Waldbrände und keine Kernkraftwerke, die gerade in der Luft fliegen oder sonst irgendwie was. Keine Tsunamis oder Tornados, die auf dich zurollen. Ja, ist dann, du hast einfach dein freies Spiel und dann kannst du das da machen. Ja, aber wie gesagt, es ist halt auch mal ein bisschen Abwechslung, wenn du einfach mal... einfach fahren kannst halt, ne? Also einfach mal so ein paar Missions machen kannst hier. So, war das schon fast klar gewesen, auch wenn wir gar keinen Fahrgast mehr drin haben. Alter, oh! Das war's schon. Ja, das war's. Kein Abschiedsvideo oder sonst irgendwie was. Einfach nur plump zu Ende. Das ist natürlich fader Beigeschmack. Also wie gesagt, an sich, Kischmich Games hat eine richtig coole Idee gehabt, meiner Meinung nach, so einen Bussimulator einfach mal ein bisschen in Szene zu setzen, um einfach mal auch mal so eine Seite zu zeigen, die jetzt halt jetzt nicht selbstverständlich ist. Ja, weil auch, wie gesagt, ich bin auch der Meinung, wo das Ganze in der Ukraine ausgebrochen ist, ja, da hätten sämtliche Busfirmen hätten sich da zusammenschließen können und dann wären sie da per Konvoi, wären sie alle in die Ukraine gefahren und hätten die Leute da rausholen können. Ja, sowas halt, dass man sowas halt so mal kräftig in die Szene setzt, statt immer nur diesen langweiligen Linienbusfahrer immer irgendwie Simulator spielen zu müssen. Deswegen finde ich eigentlich ganz cool, was die gemacht haben. Ja, sie haben es leider schlecht gemacht halt, ne? Also es ist halt, also es waren schon Missionen dabei gewesen, wo ich wirklich sage, so, die waren schon ziemlich nice gewesen. Ja, also klar, die großen Sachen halt, ne, die Explosion oder sowas, das ist schon so ein kleiner Moment so, weißt du?
Aber auf einmal kommen dann hier Marathon oder Ersatzbus dazu. Wo ich mir so denke, so, what the fuck, das hat ja jetzt gar nichts mit, das hat ja jetzt überhaupt nichts damit zu tun jetzt. Und ja, da muss ich ganz ehrlich sagen, da hätte man vielleicht storytechnisch vielleicht ein bisschen anders ansetzen müssen. Mach diese Aufgaben zuerst und dann arbeitest du dich dann halt hin zu diesem großen Kernkraftwerk-Explosion und mach das als absolut großes Highlight am Ende, so ein großes Finale. Ich meine, die Leute werden ja auch Filme geguckt haben, ja, die das Ganze jetzt hier praktisch so aufgebaut haben und so in Szene gesetzt haben. Die werden ja wohl wissen, wie man so einen Höhepunkt praktisch erzielt halt, ja. Ich meine, sie haben echt gut angefangen mit dieser Mission hier, wo du halt anfängst, ja, und das ganze Spiel geht los, dann denkst du dir auch schon so krass, alles super beklemmt und alles was, ja. Ja, und dann kommt hier auf einmal Marathon. Hä? Das ist dann halt so, wo ich mir so denke, so, okay, das ist halt öde. Optisch finde ich es gar nicht so verkehrt, sieht hübsch aus, es läuft leider nicht auf dem Steam Deck, also noch nicht. Vielleicht kommt in Zukunft mal ein Update raus oder sonst irgendwas, dass man da nochmal reinlinsen kann. Aber sonst diese ganze Aufmachung finde ich eigentlich ziemlich cool gemacht. Wie gesagt, ich würde mir jetzt natürlich wünschen, ja, also an meiner Seite von Kischmisch Games weitere DLCs mit weiteren solchen Szenarios. Denn dass sie Abwechslung gezeigt haben, hat man gesehen. Ja, also das ist jetzt nicht einfach nur so dieses typische, einfach A, B fahren, fertig. Sondern wie gesagt, mit dem defekten Motor, mit dem Spritsparen, dass wir eine bestimmte KMH-Zahl erreichen müssen und so weiter. Das war schon ziemlich cool gewesen. Da hat man sich auf jeden Fall ein bisschen was einfallen lassen und nicht einfach nur dieses plumpe Fahren. Ja, also meiner Meinung nach. Wie gesagt, optisch finde ich es gut. Soundtrack, also bis jetzt auf das letzte Lied, waren die ja allesamt ziemlich geil gewesen. Und meine willkommene Abwechslung zu den anderen Simulatoren, die wir hier auf dem Kanal hatten, dass hier auch mal ein bisschen Musik gespielt wird. Klar, YouTube freut sich, dann zack, wird der GEMA-Stempel wieder aufgestempelt und dann ist das so. Ja, aber sonst gibt es eigentlich zu Busfeld nichts groß zu sagen. Gefällt mir von allen Kischmisch Games bis jetzt am besten. Ja, also alle Spiele, die dieser Kischmisch Games bis jetzt rausgebracht hat, waren so eher so durchschnittlich. Hier muss ich ganz ehrlich sagen, ich hatte Spaß damit mit Busfeld. Ja, auch wenn die Missionen, wie gesagt, halt die Reihenfolge ein bisschen komisch waren. Aber im Allesamt habe ich das ganz gerne gespielt und ganz gerne durchgespielt im Chernobyl-Setting. Wie gesagt, wir gucken uns jetzt im nächsten Part mal noch den freien Modus an und dann, ja, weiß ich nicht, da muss ich abstimmen oder je nach Lust und Laune werden wir uns vielleicht noch uns das Südchina-Produkt nochmal vornehmen, aber ich muss ganz ehrlich sagen, darauf habe ich eigentlich jetzt eher weniger Lust, muss ich gestehen, was es, wie gesagt, für mich jetzt nichts groß Spannendes, weil, also klar, die Mission werden auch so sein wie jetzt hier. Aber wie gesagt, ich finde das jetzt halt, weiß ich nicht, muss mal gucken. Ihr könnt ja natürlich auch mit abstimmen, ja, ihr könnt einfach mal mit reinschreiben, ob ihr das ganze Südchina-Gedöns noch sehen wollt. Dann wie gesagt, schreibt es einfach mit rein und ja, sonst sehen wir uns hoffentlich zur letzten Folge nochmal wieder. Vorerst letzten Folge hier im Busworld. Wie gesagt, je nachdem, wie ihr praktisch denn Südchina denn sehen wollt oder nicht. Von daher erstmal danke fürs Zugucken, ciao, tschüss und bis zum nächsten Mal.